erzähl mir, was machen wir? Wir fahren ja nach Berlin und wir testen die A7 S3, das neue Flaggschiff von Sony, und sind alle sehr gespannt. 24 Stunden, länger haben wir die Kamera nicht. Deswegen ganz viele Vitamine essen auf jeden Fall und gucken mal, was passiert. Ich weiß nicht, ob ich hier reinkomme in die Tiefgarage. Das ist 2 Meter, könnte knapp werden. Vielen Dank. Ja, heute ist der erste Drehtag mit der A7 S3, mit dem super geilen Schmuckstück. Wir haben sie gestern Abend geholt und haben jetzt hier schon einen schönen Spot mit einem coolen Licht. Und dort machen wir jetzt mal so einen kleinen Dynamic Range Test. Die Kamera läuft und bitte. Weg in den Sony Store und holen uns noch ein paar Sony TAF-Karten, weil das Ding schluckt natürlich Daten ohne Ende und da brauchen wir jetzt ein bisschen Reserve, weil wir haben noch viel vor, der Tag ist noch jung, also komm mal mit. Hi, bist du der Ingo? Ja. Ich bin Dennis, der Olli hat jetzt nicht gut. Genau, war die Speicherkarte, ne? Genau. Beg, please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the. Let out the. Let out the. So, Kamera ist set. Wir haben jetzt nochmal den Gimbal gewechselt und drehen jetzt mit Elena, unserer bezaubernden Tänzerin. Haben jetzt schon den Freerunner im Kasten, mit dem drehen wir heute Abend noch ein bisschen. Haben jetzt noch ein Auto organisieren können, so einen geilen Oldtimer. On the way quasi. Genau, jetzt geht's weiter und mal schauen, was der Tag noch so bringt. Bis dahin immer schön abkühlen und viel Wasser trinken. Ja, wir überlegen gerade noch, weil das Licht ganz geil ist und wir haben jetzt so ein paar Schatten hier vorne auf dieser Mauer und wir überlegen halt die Totale mit Elena so zu machen, dass wir von hier shooten und sie halt relativ klein haben, dass so ein bisschen grafisch das Ganze ist und wir dann rangehen und die Close-Ups drehen. Schneider ab. Grad. Es ist so heiß. Der heiße Tag des Jahres, aber so ein guter Dinge, das ist wird gut. Tatsächlich um 3.47 Uhr. Akku ist leer. Nicht nur der Batterieakku, sondern auch unsere Akkus. Wir haben jetzt echt viele Sachen gedreht und mal gucken, was wir daraus machen.